Things den Sound voll drauf haben, obwohl die Jungs eigentlich die 60er nur aus Papas Beatkiste kennen können. Ich verabschiede mich schon mal. Bernhard kommt in 3 Wochen wieder. Tschüss. People, crazy about me. In einem Charlottenburger Keller, gleich hinter der Luftschutztür und Gasschleuse, spielen sie den Beat der 60s. Als die 4 von Watford zur Welt kamen, war die Musik, die sie heute spielen, schon lange out. Vor 5 Jahren fingen sie an, nannten sich Kindle Kids, tranken viel Bier, aber die Brauerei spielte als Sponsor trotzdem nicht mit Watford. Die Clarabella brachte auch Bernhard in Bewegung. Die Vorbildbands der 4 heißen Pretty Things, Loving Spoonful oder die Berliner Boots. Aus einer Zeit, wo empörte Bürger den Beat noch Krach nannten. Warum macht ihr denn solche Musik? Es ist einfach die einzig wahre Musik, die unsere Gefühle richtig rüberbringen kann. Wir sind halt wild und so ist auch die Musik. Protestposen wie damals bei den Pilzköpfen, als Eltern noch den Verfall jugendlicher Moral befürchteten. Was sagen denn eure Eltern dazu? Meine Eltern, die habe ich seit 2 Jahren nicht gesehen. Ich weiß auch nicht. Aber die 4 gehen brav einem Job nach oder studieren nur auf der Bühne und nach ein paar Flaschen Bier geht die Post richtig ab. Ein Feeling wie in den frühen 60er Jahren, als Stones oder die Kings aufspielten. Eine Langspielplatte haben sie schon eingespielt und 520 Stück verkauft. Nur weiter so, Jungs. Where are you the baby for me, girl?